Wir sind wieder zurück bei unserer Taverne in unserem römischen Dorf in Eko. Ja, diese Folge wollen wir erstmal ganz schnell mal wieder zu Schorsch zurückfahren. Da warten nämlich ein paar Fässer auf uns und dann wollen wir auch gleich mal hier den Weinkeller und das Exterieur mal bauen. Ich weiß nicht, wie Terrasse auf Römisch heißt, also auf Lateinisch. Das weiß ich nicht. Ich habe schon mal 200 Lamba schon mal abgeholt. Hier warten wir noch weitere 100 drin auf Abholung. Und da wollen wir gleich mal reingucken. 100, wo sind sie denn? Hier. Sind natürlich mehr als 100, aber wir brauchen nur die 100. Also die insgesamt 300. Das wird ja wohl reichen. Das wäre schön. Die habe ich auch schon abgeholt. Und hier war noch irgendwo, wo war denn das? Hier sind sie. Ja, natürlich ist alles voll mit Gekrösel. Natürlich, was auch sonst. Das nehmen wir auch gleich wieder mit. Und ich glaube, das war es jetzt schon. Und ich weiß, ja, ich weiß, es steht noch etwas aus, was ich noch zeigen muss und zeigen will. Was mich auch selber ganz brennend interessiert, und zwar das Königsbett. Ja, habe ich da vergessen. Das war bestimmt das, was ich vergessen habe. Letzte Folge oder vorletzte Folge. Weiß ich nicht mehr wann. Letzte Folge. Letzte. Ja, wenn man natürlich hier batterieweise aufnimmt, dann sollte man sich nicht wundern, dass man auch hin und wieder was vergisst. So. Also, dass man hin und wieder vergisst, wann man was gemacht hat. Naja. Bei mir ist es ja nicht nur so. So. Allein damit ihr wisst, wie das aussieht, dieses Königsbett. Wo haben wir das denn? Ich glaube, es war hier drauf. Fragezeichen? Natürlich nicht. Ach, hier. Es war auf dem drauf, auf dem wir gefahren sind. So, damit ihr seht, wie es aussieht. Das ist das Kingsbett. Warum passe ich nicht durch? Passe ich doch. Hä? Das ist das Königsbett. Bisschen finster. Finsternis lässt grüßen. Schwarze Vorhänge. Ich will aber mit dich beerdigt werden, Mann. Es sind rote Vorhänge. Das ist gut. Aber sehr dunkelrot. Bisschen sehr finster. Aber durchaus ganz schick eigentlich. Für offenbar nur eine Person. Das ist auch gut. Da ist ja auch nur, meistens nur ein König. Gut. Hätten wir das auch schon mal gebaut und gezeigt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Und dabei noch husten. Jetzt machen wir erstmal den Außenbereich. Und dafür müssen wir erstmal ein bisschen buddeln. Nicht dolle, nicht viel, aber ein bisschen. Sollte ich darunter vielleicht auch buddeln? Ich meine, sonst würde ich das so furchtbar eklig anpassen. Aber müssen wir mal gucken, ob das dann auch so wird, wie es sein soll. Das wird ein bisschen zu weit. Glaube ich, fürchte ich. Ja, ich glaube. Ah, es wird so unschön sich hier anpassen. Aber naja. Komm, irgendwas ist ja immer. So. Ja, ich könnte sonst die Straße noch umbauen. Könnte ich auch, aber. Ich wollte jetzt nicht noch nur extra für Leben. Nein, Maki, erliegt nicht wieder deine Lebenssucht. So, guck mal hier. So, und den auch noch. Und dann haben wir einen ganz netten Außenbereich. Warum hast du den weggebuddelt statt den? Du Depp, ich weiß es nicht. Ich bin ein Depp. So, 28. Wo ist denn jetzt hier? 28. Ja, komm. Nehmen wir den ganzen Stack gleich mit. Und nicht die halben, sondern nehmen wir diese oder nehmen wir die anderen? Diese, da werden so unschöne Lücken dran. Nehmen wir die. Das ist besser. Aber da haben wir wieder keinen Rahmen drum. Das ist auch nicht so gut. Vielleicht wieder Straßenblöcke? Weil die machen sich ja hier ganz gut drin eigentlich, ne? Ich glaube, Straßen. Straßen sind, glaube ich, ganz gut. Straßen. Kann ich mich nicht mit anfreunden, gerade mit Straßenblöcke. Aber, weil hier ja auch ein Ziegeldach dann drauf kommen wird, wäre es ja ganz gut, wenn wir irgendwie auch die Farbe dann hier unten auch wieder hätten. Nämlich, dann nehmen wir einfach Ziegel. Nehmen wir einfach die Ziegel. Nicht unbedingt die. Nicht die Form. Nein. Das wäre schon besser. Und das, ja, vielleicht mal gucken. Könnte man. Wir gucken mal. Kann sein, dass wir gleich wieder alles abbauen müssen. Naja, sieht eigentlich ganz, ganz nett aus. Das Dach hat allerdings eine andere Farbe. Oh, ich und mein Stottern wieder. Es fängt wieder an. Es sieht aber extrem schön aus, finde ich. Ich finde das extrem schön, aber das Dach. Das Dach wird halt so.
Nicht diese Farbe. Ist ein bisschen blasser. Ja, nee. Der Kontrast dazu. Warte mal, ich muss mal kurz. Vielleicht so. Ja. Die Fugen sind leicht gelblich hier, ne? Da nichts bestimmt. Na gut, dann. Nochmal alles abbauen. Haben wir jetzt auch gleich wieder im Eimer. Hätten wir eigentlich gleich reparieren können, als wir schon mal da waren, aber ich glaube, so lange wird er noch reichen. Also 15 Minuten wird er bestimmt noch durchhalten. Das muss er einfach. So. Flur. Flur. Boden quasi, ne? So. Ja, so ist das doch auch ganz nett. Ich meine, es ist ein schönes Muster. Und auch schön eingerahmt. Das ist auch okay. Ja, doch, das kann man so machen. Aber dass hier jetzt so ein... Ja, dass das da jetzt so ist, das gefällt mir gerade noch nicht so gut. Da müssen wir mal kurz intervenieren. Und zwar ganz einfach. Das machen wir ganz einfach. Wir holen hier zwei Erden nochmal raus. Dann wollen wir hier nochmal zwei Kalksteine nochmal reinsetzen. Und ich weiß nicht, warum er immer die Spitzhacke in die Hand nimmt. Ich weiß nicht, was er damit hat. Wahrscheinlich ein unzertrennliches Verhältnis. So. Und, so. Nee, das ist ja falsch. Deswegen, Maki, deswegen wolltest du gar keine, gar keine Kalksteine da reinsetzen, sondern was? Genau, nochmal Ziegel. Ich bin gerade ein bisschen mental abwesend. Bei meinem Kater, der sich gerade ein bisschen, der gerade vor sich hin leidet. So. Und so kann man es auch machen, dann ist das ein bisschen offener nach innen. Und dann ist das auch ganz schick. Doch, gefällt mir ganz gut. Außenbereich, naja, außen könnte man vielleicht mit diesem gerahmten Glas vielleicht arbeiten. Aber nee, Glastische hatten die damals nicht. Ja, aber wie soll man es sonst machen? Ich weiß es nicht. Moment. Mir kommt da gerade eine Idee. Glastische hatten sie zwar nicht, aber wir können ja durchaus Glastische trotzdem machen. Ja, mir fällt nämlich gerade was ein. Mir fällt gerade ein, dass wir ja durchaus Glas herstellen können in verschiedenen Farben. Und das kann man ja wenigstens auch anpassen. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, und meistens ist es nicht der Fall, aber wenn ich mich richtig, Entschuldigung, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann erinnere ich mich halt so in der Form richtig, dass man diese Blöcke verändern konnte. 5 reicht wohl, ne? Ja, würde ich sagen. Und irgendwo noch eine Feuer, hier vielleicht noch Feuerschale. Und da vielleicht auf der Ecke auch. Das ist gut. Das ist gut. Das war falsch. Entschuldigung. Ich bin so. 1, 2. Feuerschale. Und zwar hier eine und dort eine. Kriegen wir da auch noch Zugriff? Das wäre schön. Ach, es wäre zu viel gewesen. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Lagerplatz. Jetzt hier. Ach, das funktioniert ja so nicht. So rum ja leider nicht. Moment, machen wir es anders. Dann machen wir es so. Und zwar so. So. Jetzt muss das wieder da raus und das dann da rein. Tralala. Ja, das kann irgendwie wahr sein. Ich merke so Steinbruch. Hier so. Andersrum. So ist besser. Gut, der brennt hier natürlich trotzdem. So klappt das doch nicht, Maki. Denk doch mal nach. So, und jetzt hier nochmal Kohle. Und dann ist das auch schon so in Ordnung. Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist doch perfekt. Sehr gut. Und hier vielleicht noch einen leichten Zaun noch drum. Auch noch einen Zaun. Wo soll ich den wieder hinbappen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Zaun, ja, ein Zaun wäre schon nicht schlecht, aber dann kommen wir hier auf die Straße und das will ich nicht. Ja, nee. Aber Moment, man kann das Ganze noch einrahmen, damit es auch ein bisschen geländezugehörig ist. Und dann passt sich das auch ganz gut hier an die Straßenform vielleicht auch an. Genau, das wäre eine Maßnahme. Das können wir so machen. Das ist gut. Da habt ihr echt eine gute Idee gehabt. So, 16 Blöcke. Hin und her scrollen lieber. Und wieder mal die Spitzhacke. Natürlich. Gup. Hier. 4. Zack, 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 zack.
zack. 1, 2, 3 und 4. Und das war's schon. Ja, das geht. Das kann man so machen. Das ist okay. Ist zwar nicht die ultimativ beste Lösung für hier vorne, aber ja, was willst du anders machen? Geht halt nicht anders. Und mit dem grünen Streifen, ja, das ist auch ganz nett. Netter Sommerstreifen. Glas. Glas müssen wir herstellen für die Tische. Ich wollte eigentlich einen Keller bauen. Denke ich da noch dran? Ich meine, so sind es ja auch ganz nette Tresen eigentlich, ne? Moment. Wird das dann aussehen? Ich glaube nicht, ne? Das sieht dann so aus. Ist ja auch nur auch direkt nebeneinander. Aber mit der Fläche vielleicht. Das könnte man machen. Aber ich kenne halt schon so Tresen, uralte Tresen in etwa in dieser Form mit der Textur, so circa. Ne, eine circa Textur. Ja gut, hier kommt man halt nicht so, ne, das funktioniert halt so nicht ganz so, aber geht. Das geht. Hier findet ja nicht wirklich Ausschank statt. So. Eine Treppe, zweite Treppe, dritte Treppe, Track. Trick, Track. Oh, Lehm. Lehm. Lehm, dieser der verkeimte Lehm hier ewig. Ach, das Lehm, das ist ja. Der Lehm ist ja echt schlimm hier. So, hier sind wir schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen, das ist okay. Würde ich sagen, hier vielleicht. Hier können wir eigentlich schon den Keller soweit eigentlich zurechtklöppeln. Wir brauchen nicht mal eine Decke, das ist doch toll. Es wird ein kleiner Weinkeller, ne? Es wird nur ein ganz kleines Kellerchen. Mehr ist das ja nicht. Hier vielleicht noch eine Reihe. Sie sind immer noch unter der Taverne, aber gerade so. Aber optimal. Das ist doch schon mal sehr schön. Das ist perfekt. Perfekt, perfekt. Super, super, super. Und ja, natürlich habe ich Ostern völlig vergessen. Ich habe auch gestern und vorgestern nicht dran gedacht. Aber mir ist auch gerade nicht nach Feiern. Deswegen entschuldigt bitte dafür, dass ich das vergessen habe. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle ein schönes Osterfest. Und bei mir sieht es halt nicht so aus. Ne? Ich mache mir halt Sorgen um meinen Kater und ist mein Ein und Alles. Er ist mein absolutes Ein und Alles. So. So, mal gucken. Na, 3 Höhe ist da trotzdem gar nicht mal so wenig, ne? Ist ja nicht schlecht. Hier kommt gar nichts drunter, Maki. Hier aber. Hier muss eine Wand rein. Da auch. Hier, weiß ich nicht. Doch, da muss auch was hin. Hier kommt eine Treppe. Hier kommt keine Treppe hin. So, so und da auch nicht. Da irgendwie auch nicht. Oder? Ach doch, Mann. Mach mal, mach mal. So. So, dann müssen wir hier nichts. Hier kommt nämlich eine Wand. Eigentlich müsste. Hier Wand? Hier. Doch, hier Wand. Hier kommt. Also hier einmal Wand und nochmal Wand. Also da muss nichts. Hier schon. Jetzt sind wir natürlich schon am äußersten Gelände der Taverne. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Das wird knapp. Aber trotzdem, es wird passen. Es wird schlussendlich passen. So. So, so, so und so. So, jetzt holen wir gleich mal hier Kalkstein. 144. Das geht. Das ist doch alles noch im Rahmen. Zwar nicht gerade billig, aber für einen Keller, für einen Weinkeller ist es doch äußerst erschwinglich. Doch, doch. Also doch, kann man nicht anders sagen. Das ist okay. So, hier würde ich erstmal Treppen reinsetzen wollen. Treppen, Stufen, 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 Stufen und Lehm lassen wir einfach drin. Coop, 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 Coop. So, hier, gucke. Wand. Das ist okay, das kann man so nicht machen. So schon. Ach ja, Boden muss ja auch noch. Der Boden. Der Boden. Der Boden für die Hoden. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da muss noch was hin. Hier.
Oder auch nicht. So. So ist das gut. Und hier natürlich auch noch. Na sicher, aber selbstverständlich. Brauchen wir noch drei weitere. 1, 2, 3. Und dann war es das, glaube ich, auch erstmal. Außer der Boden. Der müsste natürlich noch ausgetauscht werden. Aber so ist das schon mal ganz gut. Obwohl, ja, diese Wand hier. Ich weiß nicht, ob mir die gerade gefällt. Warum soll sie mir nicht gefallen? Ich finde die eigentlich sogar recht praktisch. So, so, so und so. Dann kommt hier eine Tür rein und dann ist gut. Ja, das wird gut. Das wird interessant. Ich habe mich gerade festgelaufen. Alles da. Ja, toll. Das ist... Vielleicht noch mal einen weiter nach hinten. Machen wir auch gleich mal. Das ist ja jetzt ungünstig mit dem Straßenblock hier. Aber na gut. Das ist halt so. Jetzt haben wir zwar ständig diese Rein- und Rausrennerei, aber wenigstens nicht mehr so ein Hin und Her wie am Domus. Das ist ja auch okay. So. Achso, Schaufeln müssen wir natürlich auch noch. Wir müssen noch ein bisschen schaufeln. Und zwar hier ein. Ach ja, Lehm. Lehm. Nein. Ach, der Lehm, der stört echt hier gerade. Gut. Dann kriege ich meine Lehmsucht doch wieder befriedigt. Das ist ja wieder toll. Wo ist jetzt... Hä? Wie komme ich jetzt hier hin? Ach, egal. Mag ihn nicht wundern, nicht beschweren, einfach nur weitermachen. Raus. Diese komische Hüpperei, die ich gerade mache. So. Jetzt Granite. Hallo? Habe ich wohl einmal zu oft auf S-Kappe gedrückt. Die S-Kappe. Da muss auch noch was hin. Ist ja nicht schlimm. Alles Gute, kriegen wir alles hin. Und wahrscheinlich sogar noch in dieser Folge. Das wäre so geil. Das wäre so rattentoll. Das wäre rattentoll. Kennt ihr den Ausdruck rattentoll? Ich nicht. wie viel brauchen wir da jetzt? 3 nochmal. Nochmal 3. Wo schmeißen wir die erstmal hin? Hier, 1, 2, 3. Und dann ist das gut. Da müssen wir nicht dauernd hin und her rennen. Nicht immer rein und raus von LKW zu LKW. Dann ist das auch okay so. Und jetzt holen wir hier noch die Erde und die Erde und die Erde. Diese Erde. Hier ist keine Erde mehr. Das ist gut. Na gut, dafür müssen wir zwar wieder raus, aber naja. Für den Boden müssen wir nochmal raus. Alter, ich arbeite hier mit fast defekten Werkzeugen. Das ist wie im alten Rom. Ich fühle mich auch schon so wie ein alter Römer. So und so und so. So, hier noch den Kalkstein raus. Den wahnsinnig wichtigen Kalkstein. Der ist tatsächlich wichtig für uns. Und denn damit bauen wir gerade die ganze Zeit. So, nein, nicht Kettensäge. So, guck mal. Und schon ist der Keller fast fertig. Die packen wir noch eben schnell nach oben. Dann holen wir noch einen Boden raus. Natürlich mindestens drei verschiedene Materialien habe ich da gerade schon gesichtet. Wo sind jetzt hier? Wahrscheinlich hier. Und einmal Eisen. Natürlich, ganz wichtig, Eisen. Eisen muss immer dabei sein, sogar zweimal. Einmal war es nur. Ja, Schauerei, eine Schauerei. Schade, wollte ich eigentlich sagen. Nicht scheiße, sondern schade. So, jawohl. Ich bin auf die 9er Version gespannt, aber bis dahin wird das Let's Play hier auch beendet sein. Also wird die Staffel erstmal zu Ende sein. Schauen wir mal. Mal gucken. Ne? Müssen wir einfach mal Lucky machen, wie wir das am besten mal verhackstücken. Ich glaube, ihr solltet vielleicht dann tatsächlich. Ist nur ein gut gemeinter Rat. Statt erstmal zu gucken, ob euch das überhaupt so gefällt mit dem neuen Update. Das neue Update ist geil. Das ist absolut geil. Und ich würde sagen, probiert es einfach aus. Einfach ausprobieren. Damit kann man nichts falsch machen. So, hier haben wir jetzt alles weggegraben. Ja, alles weggegraben. Als wäre hier gekrabbelt. Ach ja. So,
diese Hin- und Herrennerei, die geht mir auch schon wieder auf den Sack. Aber naja, komm. Den Boden belegen wir auch noch mit Salami und Käse. Und Remouladensauce. Oh, lecker. Entschuldigung, ich habe noch nicht gegessen. Verzeihung. Da bin ich schlimm. Aber gut. So, das war jetzt der letzte. Ich überlege gerade, ob hier, ob es da nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, da auch noch einen Kalkstein noch zu setzen. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll, wenn wir dann Platz hätten in der Hand. Können wir gleich von hier machen. Dann kommt hier noch ein Kalkstein noch dran. Und dann ist das gut. Junge, Junge, jetzt beeilt er sich aber, wa? Jetzt hat er aber hier wirklich, jetzt hat er Blut geleckt. Ja, aber nicht viel. Nicht gut. Kein schöner Block. Kein schöner Anblick. Das ist gerade nicht so schön. Sollten wir nochmal ändern. Und zwar... Ja, ich weiß. Ich weiß schon in was. Dafür setze ich den erstmal dahin. Das machen wir auch gleich noch. Aber erstmal kommt hier der Boden rein. Welches Material? Wir nehmen wieder die eckigen, ne? Die eckigen nehmen wir, weil es einfach hier dann besser aussieht. Die abgerundeten, die haben wir oben genommen, weil die eigentlich ein schönes Muster haben. So, das ist der Weinkeller. Ich hoffe, dass die Fässer auch stapelbar sind. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist schon so lange her, keine Ahnung. Kann ich euch nicht mehr sagen. Ansonsten müssen wir den nochmal ein bisschen vergrößern. Ist ja auch nicht schlimm, können wir machen. So, jetzt müssen wir hier nochmal... Ob ich den kriege? Ich meine, sonst markiert er ja auch immer den... Natürlich markiert er den, natürlich. So. Den. Und da rein. Jo. Ja, etwa so. Da ist zwar eine unschöne Lücke, aber was soll's. Das ist auch egal. Ist ja nicht schlimm. Von hier sieht man nichts. Von hier sieht man doch ein bisschen was. Sieht man. Ach, das ist ja furchtbar. Na gut, das ist ein Kompromiss. Mal wieder. Zugunsten dafür... Ja, ist besser. Moment, wenn man doch hier jetzt, kann man doch auch. Dann machen wir hier einfach alles Kalkstein. Auch unter Tresen. Ich glaube, es ist besser. Allein schon aus optischen Gründen ist es, glaube ich, das Beste. 9 nochmal, alles klar. Und wir sind schon in der Überlänge, ist aber auch nicht so schlimm. So viel Zeit haben wir noch, so viel Zeit nehmen wir uns einfach noch. Und dann machen wir auch gleich Feierabend. Ihr seid ja schon gleich, ihr seid mir schon gleich wieder los. So, 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 so und so. Und was habe ich vergessen? Guck mal. Auf einen gucken wir dann noch. Auf eine Erde gucken wir dann noch. Die wollen wir auch gleich nochmal entfernen, dass das auch alles perfekt ist hier. Dass wir nächste Folge dann auch gleich die Weinfässer ja schon mal reinschmeißen können. Ist da ein Loch? Warum ist da ein Loch? Ist da ein Loch drin? Sieht so aus, als wäre hier ein Loch. Also hier. Was ist das? Das Pöppelchen da? Das weiß ich nicht. Gut, das werde ich zwischen den Folgen mal kontrollieren gleich. Und, so. Nun nimm mit. Mann, ich wollte ganz cool dran vorbeirennen und den dabei schon mal einsacken, aber das wollte Echo nicht. So, gut. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Wir sind ganz schön weit gekommen. Nächste Folge, Dach, glaube ich. Dach. Dach oder Tresen können wir auch noch aufstellen. Tresen wäre natürlich hier optimal. Aber wie das mit Stühlen hier dann aussieht, das weiß ich nicht. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ich bin gespannt. Und ja, ihr wisst, was wir nächste Folge machen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, gehabt euch wohl.